GbR, Personengesellschaften, juristische Personen, Kapitalgesellschaften. In diesem Video klären wir die ganzen Unterschiede von Gesellschaftsformen in Deutschland vor zivilrechtlichen Hintergründen. Viel Spaß bei dem Video. Gibt es in Deutschland verschiedene Möglichkeiten, Gesellschaftsformen zu unterscheiden. Es gibt die Möglichkeit, nach steuerlichen Gesichtspunkten Gesellschaften zu unterscheiden. Es gibt die Möglichkeit, nach der Haftungsfrage Gesellschaften zu unterscheiden. Also ist eine Gesellschaft beschränkt in der Haftung oder haften die Gesellschafter unbeschränkt. Und es gibt die Möglichkeit, zivilrechtlich zu unterscheiden. Da schaut man sich die Entstehungsform der Gesellschaft an, die Vertretung im Verkehr, im Geschäftsverkehr und die Ansehung eben der Gesellschaft im Geschäftsverkehr. Und genau darum soll es jetzt in dem heutigen Video gehen. Also wir schauen uns jetzt mal die Personengesellschaften an. Da gibt es einmal die GbR, die wird auch BGB-Gesellschaft genannt. Die OHG, das steht für offene Handelsgesellschaft. Es gibt die KG. KG steht für die Kommanditgesellschaft und die Partnerschaft. Das sind alles Personen, sogenannte Personengesellschaften. Was da der Unterschied oder was da die Besonderheiten sind, kommen wir gleich noch zu. Was man auch regelmäßig mal sieht, ist eine GmbH und Co. KG. Auch bei einer GmbH und Co. KG, obwohl hier ein GmbH, das Wort GmbH Namensbestandteil ist, handelt es sich hierbei um eine Personengesellschaft. Das Gegenstück zu den Personengesellschaften wären dann jetzt hier bei der zivilrechtlichen Betrachtung die Kapitalgesellschaften. Darunter fallen dann die UG, die GmbH und die AG, die Aktiengesellschaft. Und die Kapitalgesellschaften werden eben im Rechtsverkehr als komplett eigenständige Personen angesehen. Das heißt, sie können einmal eigene Rechte und Pflichten erwerben. Das heißt, sie können Verträge abschließen, können Eigentum erwerben und sie können vor Gericht verklagt werden und selber klagen. Personengesellschaften sind keine eigene Person, so wie die Kapitalgesellschaften. Also bei den Kapitalgesellschaften kann man sich das wirklich so vorstellen, dass diese im Rechtsverkehr wie eine eigene Person angesehen werden. Deswegen nennt man sie auch juristische Personen. Personengesellschaften sind grundsätzlich keine eigene Rechtspersönlichkeit. Ihnen wird aber das Recht, Verträge abzuschließen, Eigentum zu erwerben, zu klagen und verklagt zu werden, wurde ihnen vom BGH mit einem Urteil zugesprochen. Das heißt, auch mit einer Personengesellschaft hat man die Möglichkeit, Eigentum zu erwerben, Grundstücke zu erwerben, Maschinen zu erwerben, zu verkaufen und zu klagen und verklagt zu werden. Aber dieses Recht dazu resultiert eben aus einem BGH-Urteil und nicht wie bei den Kapitalgesellschaften schon aus dem Gesetz. Wobei spielt jetzt diese Unterscheidung zivilrechtlich zwischen Personen und Kapitalgesellschaften eine Rolle? Einmal bei der Gründung und einmal bei der Vertretung, das heißt bei der Handlung im Namen der Gesellschaften. Bei diesen zwei Aspekten spielt es quasi eine Rolle, ob man jetzt eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft vertritt oder gründen möchte. Bei der Gründung sind Kapitalgesellschaften in der Regel aufwendiger. Das hat den Hintergrund, dass man eben eine komplett eigene neue Person schafft, ja, eine Art Geburt. Es entsteht eine neue Rechtsperson und daher sind auch die gibt es mehr Vorschriften. Man muss das Ganze über Notar abwickeln, man muss viele Nachweise erbringen und man muss Kapital einlegen und so weiter. Das ist aufwendiger bei den Kapitalgesellschaften. Bei der Vertretung ist der Unterschied zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften, dass bei der Personengesellschaft grundsätzlich jeder zur Vertretung befugte Eigentümer die Gesellschaft vertreten kann im Rechtsverkehr, also Verträge abschließen kann. Bei den Kapitalgesellschaften bedarf es verschiedener Organe. Wir hatten ja gesagt, dass eine Kapitalgesellschaft als juristische Person wie eine eigene Person funktioniert und auch Organe braucht, um handlungsfähig zu sein. Das heißt, zum Beispiel die Gesellschafterversammlung entscheidet als Gehirn über die Entscheidungen, über die Marschrichtung in der GmbH und der Geschäftsführer als Mund und Auge führt diese Entscheidung aus und kommuniziert
diese Entscheidung nach außen. Der letzte Unterschied, auf den ich eingehen will, ist die Zahl der benötigten Gründungsmitglieder. Bei den Kapitalgesellschaften reicht grundsätzlich ein Gründungsmitglied. Das heißt, du oder ich alleine könnten eine GmbH oder eine AG gründen. Bei den Personengesellschaften werden immer mindestens zwei Gründungsmitglieder benötigt, wobei auch Kapitalgesellschaften Gründer einer Personengesellschaft sein können. Ich hoffe, du hast etwas mitgenommen aus diesem Video, aus den zivilrechtlichen Unterschieden zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften. Im nächsten Video geht es dann um die steuerlichen und die haftungstechnischen Unterschiede. Bis dahin viel Erfolg.